120 Gramm Maisstärke, 200 Gramm Ganache oder Nutella, 130 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 6 Eier, Vanillezucker, 1 Teelöffel und eine halbe Packung Backpulver und Backkakao. Eiklar mit der Hälfte vom Zucker steif schlagen. So, dann steifen Schnee in eine andere Schüssel. Da habe ich jetzt die Schokolade, die Eier, den Vanillezucker und den Kristallzucker drinnen. So, und das lassen wir schaumig schlagen. So, da haben wir jetzt die Schokomischung. Immer ein bisschen was. So, und da haben wir jetzt alle trockenen Zutaten, also Backkakao, Maisstärke, Mehl und Backkakao. Und den geben wir auch dazu. Ich habe jetzt eine 26 cm Springform. Noch 60 Minuten, also noch eine Stunde, können wir raus tun. Und den lassen wir jetzt auskühlen. Ich habe hier 200 Gramm dunkle Schokolade geschmolzen, über ein Wasserbad und dann in eine Schüssel gefüllt, damit sie auskühlen kann. Für unsere Schokotorte brauche ich jetzt 2 Becher Schlagobers und einen Becher schlage ich jeweils auf und tue in meine große Küchenmaschine und dann schlage ich den zweiten einzeln auf und tue wieder in meine große Küchenmaschine. Und jetzt schlage ich den zweiten Becher auf und gebe den, wenn er fertig ist, wieder zu meiner großen Schüssel. Da geben wir jetzt nur 3 Esslöffel geriebene Nüsse dazu und lassen das einmal kurz durchrühren. So, ich habe jetzt wieder ein bisschen ein Schlagobers genommen von der Creme, habe in die kalt gewordene Schokolade gegeben, umgerührt und das dann zum Rest gegeben und das lassen wir jetzt wieder umrühren. So, ich habe hier wieder die Gelatine ausgepresst und die flüssig werden lassen bei niedriger Temperatur. Jetzt nehmen wir was von unserer Creme und kippen da dazu. Das rühren wir jetzt. Verrühren wir jetzt wieder und dann ist unsere Creme fertig. Oh, super. So, jetzt geht es ans Füllen. Als erster Creme. Früchte eurer Wahl. Wieder Creme. Also der Rand ist der wichtigste. So, dann nächster Boden. Schaut, dass die Unterseite dann ganz nach oben geht, damit ihr oben eine gerade Fläche habt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Creme übrig lassen, damit ich die ganze Torte außen nur mit der Creme ein bisschen verschmiere.
So, die Torte kommt jetzt in den Kühlschrank zum Kühlen. So, ich habe die Torte jetzt auf ein goldenes Untersetzer gekippt. 200 Gramm Schokolade und 4 Esslöffel Sonnenblumenöl über dem Wasserbad schmelzen lassen oder ein bisschen auskühlen lassen, das Ganze. Und da, die werden wir jetzt entlang vom Rand runterrinnen lassen. Das ist das fertige Endergebnis. Die Schokomousse-Torte mit Erdbeer und Mango.